Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Monkey Hero. Ich will das Spiel durchhaben. Ja. Ich will das schaffen. Ich habe dieses Bedürfnis, dieses Spiel zu knacken. Das Spiel hat allerdings auch das Bedürfnis, mich zu knacken. Was jetzt auch nicht ganz so toll ist. Ja, einfach nach Osten laufen. Wir befinden uns südlich vom Schneepass, deswegen gerade die Karte aufgehabt. Und angeblich, wenn ich es richtig verstanden habe, wo ich lang gehen soll, sollten hier irgendwann mal Farmer auftauchen. Warum? Keine Ahnung, aber... Wir alle mögen unsere Farmer. Das ist zumindest das richtige Gebiet. Sieht zumindest so aus. Ich meine, hier sind Gegner. Ich töte Gegner. Ihr kennt das. Ihr kennt das von mir, so. Ah nein, das ist eine Falle! What? Oh mein Gott! Oh Gott, Gott, Gott sei Dank habe ich gewonnen. Sie haben mich im Schlaf entführt. Ich hatte einen schrecklichen Albtraum. Ich wurde von Monstern aus meinem Bett gezerrt. Und als ich aufwachte, war es gar kein Traum. Danke, dass du uns gerettet hast. Jetzt kann ich zurück und meine Familie beschützen. Hey Monkey, jetzt, da du uns befreit hast, werde ich mich den Monkey-Wächtern anschließen und kämpfen lernen. Wir müssen die Albträume einfach einmal vernichten. Mach das. Guter Mann. Ja, okay, das war jedenfalls das. Wo sind wir jetzt? Unerwartet weit rechts sind wir jetzt. Also ich habe das Gefühl, wir sind sehr schnell sehr weit nach Osten gekommen, aber naja. Oh mein Gott, nein. Nein. Geh weg. Wäre auch schön, wenn ich mal aufhören würde, mich ständig an den Steinen festzufahren, aber naja. Echt jetzt? Warpads? Warpads hier. Okay. Ich hab's genau gesehen, der hat mich immer noch getroffen. Ich hasse ihn. Hallo Stein. Oh mein Gott, hab ich Glühfliegen? Bitte lass mich Glühfliegen haben. Ich jetzt hingekommen wäre und ich hätte keine Glühfliegen, wäre ich sehr traurig gewesen. Toll, ein Raum mit komischen Gegnern, ein Raum ohne komische Gegner. Hallo, Blume. Nächster Dungeon. Läuft. Hallo, mein Freund. Willkommen im Turm von Gaba. Nur wahre Helden erreichen den Gipfel. Willst du es versuchen? Nein. Nicht nach dem, was in den anderen Dungeons so los war, aber ja. Nun gut, mach dich auf deine Reise. Zuerst bist du auf deinen Bauch gekrochen, was bin ich nicht. Jetzt klettere nach oben, wenn du kannst. Boom, Shakalaka, Didgeridoo. Verwandle dich. Ja, leck mich fett. Das ist übrigens meine Geschwindigkeit. Ich kann da gerade nichts dran ändern. Karma, Bitch, ne? Karma. Karma ist eine Bitch. Ich habe mich über die Wackelpuddinge lustig gemacht. Ich habe gesagt, ich finde die Wackelpuddings irgendwie sehr unterhaltsam. Schon bin ich einer. Habe ich da gerade einen Saugroboter entstehen lassen? Ist es das, was ich da gerade beobachte? Ich habe einen Saugroboter gemacht. Oh, man. Anyway. Ja. Was soll ich sagen? Ich bin tatsächlich mal wieder auf dieser Schiene. Ich bin sehr froh, wenn das Spiel durch ist, weil... Nach allem, was bisher passiert ist, weiß ich jetzt, warum ich Monkey Hero nie durchgespielt habe. Und ich weiß auch, warum ich es nicht richtig gut finde. Die Schüsse gehen durch das Fass durch. Das ist Bullshit. Und ich hätte an dieser Stelle gar nicht getroffen werden dürfen, aber ist okay.
ist schlecht. Ich gehe nämlich davon aus, dass ich alle töten muss. Kann natürlich sein, dass der jetzt alleine da übrig bleibt. Irgendwie in die Mitte, damit es irgendwie besser aussieht oder so. Schieb, Wackelpudding, Wackelmonkey. Müssen die nach unten geschoben werden? Was ist das? Oh yeah. Mit meinem halben 40 geht's weiter. Ich bin einer von euch. Aber wahrscheinlich wirst du mir trotzdem wehtun, wenn ich dich treffe. Ich würde schon sagen. Es war reichlich wenig Weg, den er zurückgelegt hatte. Für einen Moment habe ich gedacht, ich habe falsch Schaden genommen und bin gestorben. Danke, Spiel. Okay. Nice. Es ist witzig, wie mein erster Gedanke ist, Gesundheit, ne? Ich sollte Gesundheit einsammeln gehen. Nein. Kann man den Raum wiederholen? Ich meine, legitime Frage, ne? Richtig legit und so. Na, kann man nicht, schade. Aber ja, mein einziger Gedanke bei sowas ist, ha, Gesundheit. Da fällt Gesundheit, ich hole mir Gesundheit. Ja, nee, ist klar. Kommt da noch so ein Geier wieder. Weg, 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 weg. Einfach nur weg. Okay. Okay. Das ist echt uncool von dir, Bro. Ich meine, netterweise schießt er nur einmal. Das ist immer etwas, ne? Aber... Ja, da bin ich reingelaufen. Das... Hat jetzt was die Tür geöffnet? Ich müsste ja davon ausgehen, dass hier jetzt gerade nichts... Ich wollte schon sagen, ich bin gerade am Fallen. Ich hasse solche Räume. Vielleicht kann ich, wenn der Blob richtig gerade am Springen ist, da so gesehen eine Runde rüber oder so. Ich weiß es nicht. Das kommt mir sehr merkwürdig vor. Das hat gerade übrigens dann, glaube ich, meinen Pilz da vernichtet. Ich raff das nicht. Ich raff das gerade wirklich nicht. Hä?
Witzigerweise, ja, da wo ich nachlese, steht tatsächlich Lauf auf die Dinger und gut ist. Aber... ich raff das nicht. Ja, vielleicht respawnen die Dinger, ja, dann wäre das ganz praktisch, aber abgesehen davon... auf dem Weg, um den für sich zu holen, mir selber wieder eine reingejagt. Okay, sie respawnen tatsächlich. Das ist okay, weil ich mir dann halt zumindest in der Theorie hier unendlich viel Gesundheit holen kann, aber... ich verstehe trotzdem da oben nicht, wie ich da jetzt langkommen soll. Jeder Versuch kostet einen Pfirsich sozusagen. Ich kann doch nichts anderes als das Level-Ding hier, ne? Ich kann nicht springen, ich kann nicht... ich bin ja jetzt schon wieder nur am Fallen. Hier endet halt der Raum. Von beiden Seiten bin ich jetzt schon da versucht hier zu... hä? Ich raff den Raum gerade nicht. Naja, das schafft man zeitlich nicht. Okay. Ja, keine Ahnung. Also... weiß ich nicht, ist mein Spiel geglitscht? Das kann es ja auch nicht sein, eigentlich. Okay. Wow. Also musst du dich jetzt erkennen, dass es da ein Weg ist. Sorry, aber jetzt kommen wir wieder zu diesem Punkt, wo ich sage, ne? Ich soll anhand vom schlechten Licht erkennen, dass man da lang gehen kann, ist klar. Wahrscheinlich kann ich da trotzdem nicht mal geradeaus gehen. Nein. Also entweder bin ich dafür zu alt oder zu dumm oder meine Augen sind zu schlecht oder... ich weiß es nicht, aber... Das finde ich nicht gut. Wenn mir der, wenn mir das anzeigen soll, dass, also wenn mir rechts anzeigen soll, dass es Plattformen gibt, schön und gut, das sehe ich ja noch ein, aber... die unteren habe ich übrigens gesehen tatsächlich, deswegen wundert mich das wieder, aber naja. Was ein blöder Raum, Entschuldigung. Ein blöder Raum. Du hast dich gut gehalten, Monkey. Deine Reise ist beinahe zu Ende. Mach dich bereit für die letzte Herausforderung. Karma ist Karma. Halte dich bereit, Monkey. Ich kann nicht kämpfen, wissen wir. Jetzt reicht's, ich hab die Nase voll. Was zu viel ist zu viel. Es ist Monkey-Zeit! Monkey! Nein, die Verwandlung ist noch nicht vollzogen. Boom, Shakalaka, Didgeridoo. Verwandle dich! Dang it. Monkey-Zeit.
Ist es nicht die Zeit der Wackelpuddys? Das ist Monkey-Zeit! Ist das dämlich. Genau. Du erst dich, mein Freund. Das ist die Zeit der Wackelpuddys. Du Schakalaka Didgeridoo, verwandle dich. Okay. Das macht zumindest fast wieder witzig. Ich sage, es ist Monkey-Zeit. Monkey, Monkey, Monkey! Du bist den Weg gegangen und hast deine Grenzen überschritten. Nimm jetzt deine Belohnung entgegen, Monkey. Karma ist Karma. Es ist Monkey-Zeit. So, einfach links rein, oder was? So. Okay. Ich bin wirklich stolz auf dich, Monkey. Du hast dich nicht von deinem eigenen Ich besiegen lassen. Jetzt ist deine Aufgabe fast vollendet. Finde schnell noch die fehlende Seite. Okay. Hey. Oh, Big Peach. Yeah, wow, ein großer Pfirsich. Ich wollte nämlich gerade schon sagen, es ist zwar schön und gut, dass wir jetzt eine Seite gekriegt haben, aber wir haben tatsächlich keinen Flaschenkürbis, wollte ich schon sagen. Keinen großen Kürbis bekommen diesmal. Naja, und wir haben jetzt, wenn ich richtig mitgezählt habe, 1, 2, 3, 4, 5, 7, ja. Ich meine, gut, es ist doch nur noch eine Seite da. Also selbst wenn ich falsch mitgezählt hätte, wäre es irgendwie irrelevant gewesen. Wir müssten jetzt in dieses komische Dingens da können. Flugschiff. Luftschiff. War hier nicht irgendwo Adler? Geier. Ja. Ihr wisst schon, was ich meine. Stirb. Oh, Moment. Yeah. Ja. Naja, geht. Okay. In das Alien-Schiff. In das Space-Schiff. Jetzt muss ich nur noch überlegen, wie ich da hinkam. Übrigens, ja, tatsächlich, obwohl es nicht in dem direkten Lösungsweg beschrieben ist, gäbe es auch eine Möglichkeit, diese Teleportationsplattform auch zu verwenden. Dafür müsste ich allerdings eine Tauschquest in Gang setzen und dafür müsste ich wieder... kommt er zurück zum Dojo-Rennen und alles und da habe ich jetzt gerade keine Lust drauf. Aber in der Theorie gibt es das. Ich wollte es mal zumindest erwähnt haben. Ich habe mir übrigens immer... Das ist wichtig. Oder wichtig. Witzig, nicht wichtig. Ich habe mir immer gedacht, dass das in diesem Spiel ein Problem werden könnte mit Knallern und Speeren und so, ne? Weil man ja relativ viele brauchen könnte, weil ich das Spiel ja nicht kannte. Aber augenscheinlich nö. Augenscheinlich kriegt man ja so viele einfach da hingeschoben, ne, wo die Sonne nie wächst. Ist schon interessant. Aber scheinbar machen wir jetzt noch ein bisschen optionalen Kram, was auch in Ordnung ist. Nämlich, wir haben ja mit den Gypsies schon geredet und wir sollten da ja auch wieder einen Mann finden. Und das machen wir jetzt. Und dann wiederum bin ich tatsächlich wieder fast im Dojo, also könnte ich genauso gut die Quest auch in Gang setzen. So viel zu tun noch. Also, in Anführungszeichen, so viel. Ah. Die Welt ist tatsächlich... Also vorausgesetzt, ich finde den Weg immer. Ist die Welt echt klein in diesem Spiel. Erschreckenderweise. So, hier müsste nämlich irgendwo... Könnte sogar schon der da sein. Du? Baum? Nein? Wir müssen mit einem Baum reden. Ich weiß, klingt ein bisschen doof, aber... Ich glaube, gab's denn nicht tatsächlich irgendwo einen Baum, der reden konnte? Dann habe ich mir das eingebildet. Fieberträume? Ich meine, kann auch sein.
Schönen guten Tag, Monkey. Was hast du denn da? Eine Kuchendose. Aha, ich wette, du hättest gerne eine Pfirsichtorte oder etwa nicht. So eine feine, saftige von Ma Baker. Hier, bring ihr diesen Sauerpfirsich und sag, ihr Baum hätte dich geschickt. Und sag, ihr Baum hätte dich geschickt. Ich kann nicht mehr. Baum hat mich geschickt, Ma Baker. Es war Baum. Ma Baker, Baum hat mich geschickt. Hi. Finde die Monkey-Kundschafter und bringe ihnen die Nachricht. Okay. All diese Monkeys ewig. Puh. Hallo in Affendorf. Wenigstens weiß ich so grundsätzlich, wo es hier immer lang geht. Größtenteils zumindest. Also damit meine ich jetzt so von der Welt ausgehend, das hier ist nicht das, was ich suche. Ist aber schön hier. Wir machen das Ganze. Und dann hat sich das. Ich meine, das ist auch nur noch eine Seite, die wir finden müssen. Ist auch noch sehr übersichtlich. Das kriegen wir schon alles hin irgendwie. Hey Monkey, ich höre, du bist hinter dem Albtraumkönig her. Gib ihm Saures, Monkey. Yeah, Monkey gibt allen Saures. Nichts Süßes. Jetzt auf dir mein Papp mit Neonzeichen. Na klar. Schnell so laut, ich habe eine Botschaft, die du meinem Bruder im Zigeunerdorf überbringen sollst. Das Reisen ist für mich zu gefährlich. Du hast aber mächtige Freunde. Willst du das für mich tun? Ja, selbstverständlich. Du bist wirklich edel, Monkey. Sag meinem Bruder Zigeuner. Man konnte für diese Quest nicht zwei Brüdernamen nehmen, ne? Nein, nein, nein. Wir nennen den einen Zigeuner und Gamgar. Dass die Albträume in Wirklichkeit außerirdische Monster sind und dass sie hinter ihm her sind. Sag ihm wegzulaufen. Weg, weg! Ich überbringe deine Botschaft gern, Gamgar, aber ehrlich gesagt verstehe ich nicht, worum es geht. Leute erzählen sich Geschichten über dich, Monkey, wie du einige Albträume in die Flucht getrieben hast und es dir gelungen sei, einige Seiten der Zauberbuchs wiederzufinden. Einige von uns wagen wieder zu hoffen. Aliens. Wäre ich so einer, der Memes und sowas einblenden würde noch, dann hätten wir halt dieses Alien-Meme, ne? Aliens. Alter Falter. Naja, es ist in Verbindung mit dem, was ich eigentlich machen will, ganz praktisch, deswegen ist das völlig okay, dass wir das so machen. Sozusagen. Jetzt noch eben zu Ma Baker und an der Stelle mache ich dann wieder einen Cut. Du hast mir das mit der Lampe erzählt, ne? Blöder Sack, das stimmt überhaupt nicht. Diese Kerze ist das letzte... Blech. Nicht aufregen, gar nicht aufregen. Nein, 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 nein. Alles cool, alles Knorke. Alles gut. Oh, Monkey, ist dieser Sauerpfirsich für mich? Wirklich? Der kommt mir gerade richtig. Damit backe ich einen ganz besonderen Kuchen. Hier, behalte den Pfirsichkern. Man sagt, der Kern eines Sauerpfirsichs bringe Glück... Ja. Also statt, dass ich wie Baum, das mir gesagt hat, hier ein Stück Torte oder so kriege. Nee, wir kriegen einfach nur den Kern. Naja. Anyway. Wir müssen jetzt wieder zurückgehen zum Zigeunerdorf. Und das mache ich offscreen. Also dahin zu laufen für den nächsten Part. Aber hey, eine Seite noch und dann feine Dungeon Time und dann ist gut. Weil, wie gesagt, 100% hole ich hier garantiert nicht. Dafür mag ich das Spiel definitiv nicht genug, aber... Es hat schöne Sachen. Mehr sage ich nicht. Bis zum nächsten Mal. Unser Held Monkey schlägt sich auch in der nächsten Folge wieder durch die Armee des Albtraumkönigs. Wenn es euch gefallen hat, klickt einfach wieder rein.
es wird sich in einer Playlist wiederfinden. Ich bedanke mich herzlich bei meinen Patreons und wünsche euch allen noch schöne Tage. Bis zum nächsten Mal.